Folge 263 von Simotrans. Wir haben vor, diesen Zug zu überarbeiten, der so aussieht und der tatsächlich 50 Kubikmeter Öl da drin hat. Dann würde ich sagen, lassen wir den da mal gerade fahren. Wo fährt denn hin? Nach Döbeln Tierfutter? Okay, dann lassen wir da gerade hinfahren. Gucken, ob er dann da passend abliefert, ne? So fährt da lang und dann nach da hinten. Aber hier lässt er bestimmt nichts. Der muss zu den... Doch, oder? Ich weiß nicht. Bringt der Mineral über rüber? Ich glaube nicht, oder? Wir werden sehen, wenn der gleich da hier gelandet ist. Okay. Jetzt fährt er im Bahnhof rein. Ölhafen-Raffinerie ist die Linie. Jetzt hält er an. Und heute sind wir noch dabei. Gut, ich weiß jetzt nicht, warum er hier noch reinfährt. Keine Ahnung. Jetzt verfolgen wir den mal. Machen wir mal schneller. Und er fährt jetzt hier vorbei und entlädt, oder? Machen wir schnell nicht laden, bevor er das dann nachher machen würde. Aber macht er sowieso nicht, ne? Will ich hoffen. So, und dann zum Depot. Verfolgen machen wir ruhig noch, machen schneller. Und dann brauchen wir einen Mineralölzug mit 15er Länge, Haltlänge. Also doch, fahren wir ruhig rein. Zum Depot. Gut. So, dann schmeißen wir den mal runter. Holen dann uns eine Elektrotraktionslok. Die brauchen wir nicht. Ist was anderes? Ne, ich glaube, wir nehmen immer noch diese hier, ne? Und dann brauchen wir Waggons, die Öl transportieren können. Letzter Eintrag war das, ne? Ja. Und jetzt haben wir diesen hier. 72 Kubikmeter. Ja, das heißt, die machen wir mal gerade hier fertig. Haltlänge 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, da fährt er nur 96. Fahrplan war Ölhafen Raffinerie, passt. Und starten wir. Gut, die da können wir gerade verkaufen. Und läuft. Depot ist raus, Zug fährt. Tun wir mal gerade hier verlängern, verfolgen und gucken, was da gerade los ist. Warte, ne, da war ja keiner mehr drauf, ne, oder? War ja nur einer, ne, oder? Ja, war nur einer. Kriegen wir schon. Das Depot ist erledigt. Ja, da brauchen wir eigentlich auch nicht weiter gucken jetzt, oder? Komm, wir gucken mal schnell, wie er da hinfährt. Und dann schauen wir uns das da an, oder? Oh. Schauen wir mal. Jetzt steht er da und hat nichts geladen. Jetzt kommt aber gerade ein Zug. Okay, ein Schiff, nicht ein Zug. Oh, das Schiff, das... Ich glaube, da müssen wir mal auch gucken, oder? Nicht schneller mehr und der ist auch überfüllt, ja. Wieso geht meine... Ah, jetzt geht er. Ich hatte gerade die 7 gedrückt und auf dem Nummernblock und der hat nicht sich bewegt. Ja, ich glaube, wir müssen mal gucken. Ich weiß aber nicht, ob wir an dem Ölschiff noch was ändern können. 175 Kubikmeter sind natürlich jetzt mal eine Hausnummer, die nicht so dolle ist, ne? Der wartet aber mit nur so wenig Öl, also
von der Menge her wäre das erstmal egal. Er macht immer auf 290 voll, mehr nicht. Also es würde auch bedeuten, dass wir vielleicht doch mal gerade ins Depot gucken, in die Werft gucken, was so am Öl gibt. Öl war der unterste und da gibt es ein Ölschiff. 200 Kubikmeter schafft das. Und dann war jetzt gerade die Frage, Ölschiff, ist es das? Ich hoffe. Lass uns das mal starten. Map. Jetzt müssen wir natürlich auf der Karte wieder zu unserem Dingens hin, Schifflein hin. So, nur gucken, was das gerade macht. Das ist das Ölschiff tatsächlich, passt. Glück gehabt, ne? Gut, 200 ist ja schon mehr, aber ich glaube 2000 hatte unser Zug da, ne? Ich glaube zwei Züge würden da schon Sinn machen, oder? Zwei Züge, zwei Schiffe. Ich mach das nochmal. Und starte mit zwei Schiffen. Ich glaube, das ist schon okay so. Der hier, was macht er? Er hat Holz. Passt. So, zwei Schiffe sind auf dem Weg. Jetzt müssen wir wieder hier hin und gucken, was da noch so zu machen ist. Hier stehen sie Schlange. Für was? Futtermittelfabrik. Die bringen irgendwo landwirtschaftliche Güter hier ran. Die da oder was? Bringt nix. Das bringt auch nix. Getreidedüngen statt Nordwald. Das haben wir beide gleich. Stellt sich gerade die Frage, ob die auf dem Rückweg noch was mitnehmen. Nö, die fahren doof durch die Gegend, ne? Kommt der nächste. 180 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Wieso haben die so viel und der so wenig? Und ja, komm hier, das hat sich schon für dich erledigt. Ausmustern. Weil die anderen können 500 Tonnen laden. Gibt's da noch mehr drauf? Oh. Ja. Da fahren reichlich Schiffe durch die Gegend, aber die fahren alle Minus, ne? Das kann auch gleich weg. Was mit dem? 140 Tonnen kann auch gleich weg. Und diese alle? Wieso ist denn hier ein Versatz drin? Ach so. Wegen dem Geld wahrscheinlich. Kann auch raus. Ich glaube, die können wir alle ausmustern. Also alle nicht, aber wir können einige ausmustern. Die fahren ja sowieso nichts durch die Gegend, ne? Komm, einer noch weg, den Rest lassen wir. Doof ist nur, dass die jetzt, ne? Nichts geladen haben. Er kommt jetzt da lang. Ja, der bringt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was mit, ne? Da ist ja nix. 500 Tonnen. Dann können wir zumachen. So, Landwirtschaft, die sind gerade hier nicht angekommen, wie wir gesehen haben. Die kommen von hier unten irgendwo, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Der Hafen ist weiter oben. Da. Sack Post. Landwirtschaft Güter 728 über den Nordrhein Hafen. Es gibt tatsächlich ein Schiff, das jetzt gleich geladen werden könnte. Machen wir gerade schneller. Da kommt ein Kreuzfahrtschiff. Würde ich es jetzt mal nennen. Da kommt ein Containerschiff, also auch nicht das Richtige.
Ja, die hier landen sollen, die kommen ja gar nicht an, oder wie sehe ich das? So, landwirtschaftliche Güter kommen. Und er hat tatsächlich jetzt 500 Tonnen geholt. Wer ist das? Ein Eierschiff. Stückgutpaletten. MS Milch. Der ist natürlich voll, ne? Müssen wir den mal gucken, wo der. Ach, da gibt es auch tatsächlich schon Großes. Das ist aber nicht vollgeladen. 140 Tonnen und das hier 180 Tonnen. Das wird aber noch geladen. Dann machen wir hier mal nicht laden und muss dann das gleich aus. Und gehen mal da oben hin zur Werft. Und gucken noch mal nach dem Containerschiff. Eier brauchen wir da. Oh. Okay. Nehmen wir das, oder? Und das muss wohin? Auf MS Milch. Und starten wir. Und das ist ordentlich groß, ne? So, er ist leer und wird dadurch ausgemustert. Er hat noch. Und er hat auch noch. Nicht laden und Fahrplan nächste Station. Döbeln Waldweg. Jetzt fährt er. Nicht laden haben wir ja. Zack. Ach, wir können auch hier Dingens machen, ne? Ausmustern ist ja, Fahrzeug wird vom Bildschirm entfernt, sobald dieses leer ist. Und das können wir bei dem ja auch machen, ne? So. Zack. Die beiden sind da, aber brauchen wir halt nicht mehr, weil der jetzt da. So, jetzt müssen wir gerade, fällt mir ein, nur gucken. Okay, der soll 100% Beladung da haben, ne? Oder wie war das? Dann ist das so, ne? Der kriegt die Milch und die Eier da weg, oder? Dann soll das doch erstmal gut sein. Der fährt da weiter. Haben wir es erst. Die Ölgeschichte ist geklärt. Hier am Bahnhof waren wir jetzt gerade. Jetzt müssen wir mal hier unten weiter gucken vielleicht, oder? Hier stehen einige LKWs, ist relativ groß. Aber auch übersichtlich. So, wo sind Züge? Hier unten. Hier ist noch ein kleiner Bahnhof. Obwohl der relativ groß ist, ne? So, nur gucken. Aha, da ist einer, der Paletten durch die Gegend fährt. Dann würden wir da. Ah, warte mal, der Palettenzug, der fährt ja hier unten, ist ja schon groß, ne? Da müssen wir den einen nur noch groß machen. Okay. Dann müssen wir den Bahnhof hier noch ausbauen. Tü-tü-tü. Lass mal gerade überlegen, wie weit wir müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt bis dahin. Eigentlich ist es ja nur so, ne?
Und der geht nicht. Nö. Gut. Dann müssen wir das schnell abreißen. Und das muss ja auch weg. Und jetzt müssen wir hier runter. Warte mal, schnell das Gleis da hingelegt. Findet keinen Weg mehr. Mach erstmal so. So, weiterbauen. Und zweites Gleis verlängern. Passt erstmal. Dann dieses Gleis dort weg. Passt. Und das da lang. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Passt, oder? Da haben wir ein anderes Gleis gemacht. Hier das hier. Oder welches? Ne, den haben wir hier. Den können wir dann mal auch verlängern. So passt es doch, oder? Und dann machen wir natürlich neu hier mit Strom. Das ist auch gut. So, ein bisschen hier rüber. Und dieses Gleis weiterbauen. Hier gibt es ein schickes Haltesignal. Das passt dann schon. Jetzt müssen wir nur hier weiter bauen. Gleis hochziehen. So passt's, oder? Ah, wo fährt denn der jetzt hin? Naja. Jetzt machen wir das da so hin, oder? Dann reißen wir da was weg. Guck mal hin, hey, machen wir hier mit. So sieht's auch gut aus, oder? Der fährt da lang, der fährt da lang. Alles prima. Lassen wir so. Kann alles weg, findet keinen Weg mehr. Das ist alt. Findet schon einen Weg. Und dann müssen wir hier noch Strom machen und so weiter. Passt. Ja, ist jetzt eingleisig, ne? Da müssen wir hier nochmal durch, Tunnel durch. Und die andere Seite muss so rum. Und dann bauen wir einen Tunnel. Ach, das muss eine Schräge sein, so ein Shit. Die muss auf der Seite sein. Und der Tunnel ist der. Und das Gleis ist das. Passt. Strom kommt wieder von hier bis noch da. Von hier bis noch da. Sehr gut, oder? Und schon passt das. Und nächstes Mal kümmern wir uns um diese Lok hier, dass wir die dann
aktualisieren. Jetzt ist der Himmelhund in den Tunnel gefahren, dass ich ihn nicht anpacken kann, ne? Hey, ach, der fährt hier unten, alles klar. Mühle, Bäckerei, das ist unser nächster Auftrag dann. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.